Willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Minish Cap, nachdem wir das hier, diese Attacke hier bei Vati eingesetzt haben und er gestorben ist. Yeah, nein, er ist nicht gestorben, er ist verschwunden, weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Aber wir haben auf jeden Fall besiegt und jetzt wollen wir heute noch den Rest machen, die restlichen Prozentchen. Aber weil mich das piep, 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 die ganze Zeit nervt, hol ich mir ein bisschen Milch, damit dieses Geräusch endlich weggeht. So, sollte reichen. Machen wir heute keine Kämpfe, sondern machen zwei Dinge. Zum einen fliegen wir wieder. Das ist der falsche Ort. Verdammt, ich finde es so nervig, dass man wieder rausgeschmissen wird aus dem Menü, aber egal. Zum einen werden wir wieder hierhin zurückgehen. Denn dort oben war ja unser großer Goronenfreund. Der heißt sogar Big Goron. Big Goron. Ja, war das nicht hier? Doch, warte, wir müssen ja einfach durch die Höhle, okay. Denn der hat mittlerweile für uns was zu tun. Ja, nachdem wieder Frieden gekommen ist nach Hyrule, oder eigentlich es sollte. Ich glaube, der Save ist halt kurz bevor der Bosskampf war. Aber spielt vielleicht ja trotzdem ab, dass du es gemacht hast. Genau, in der Seelerquelle hier oben. Kumpel! Herzlich willkommen, mein putziger kleiner Mützenwicht. Schön, dass du mich hier im letzten Winkel des Gebirges besuchen kannst. Hm? Trägst du da etwa einen Schild in deiner Hand? Hab ich ja noch nie gesehen, obwohl das riesig ist. Hm, für uns Goronen ist das die allergrößte Delikatesse. Hm, dieses Holz, diese Textur. Hm, na bitte, mein lieber Mützenwicht, lass mich von deinem Schild probieren. Keine Sorge, ich probiere nur ein klitzekleines Stückchen. Ehrlich. Lässt du mich deinen Schild kosten? Nein, wie eklig! Na gut. Ja, dass du den Schild in der Zwischenzeit nicht verwenden kannst, überlasst du ihn mir trotzdem. Stimmt, lassen wir's. Ja doch, ja klar, warum nicht? Ist mir egal. Wirklich? Hm, danke. Dann will ich gleich mal Mahlzeit. Wie war's wirklich? Das kommt tatsächlich. Erlebnis bekommen. Okay. Komm, 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 oh, wieder, komm, lass mich noch ein bisschen probieren, bitte. Okay. Dann viel Spaß damit, komischer Typ. Wir gehen so lange wieder zurück zu Hyrule Town. Denn, nachdem wir Vati besiegt haben, schalten wir neue Figuren frei. Und ich weiß, Hilfe, Figuren. Aber es sind zum Glück, glaube ich, nur so ein paar Stück. Also unter 10 sind das. Also es sind wirklich nicht viele. Und ja, das kriegen wir schon hin. Ne? Ah, ich habe auf dich gewartet. Ich hatte wieder eine Eingebung. Die letzten Figuren sind fertig. Okay, ich erkläre jetzt einfach mal, wie das hier funktioniert. Und zwar, wenn du so weit in dem Spiel wie ich dann und ihr alle 130 gesammelt habt und das Herz bekommen habt, sind die Prozente so weit unten. Ich sag euch mal, wie es ist, wie ihr es am besten machen solltet. Eine so eine Muschel machen immer, kann man machen, würde ich aber persönlich nicht empfehlen, weil man da fast nie was rausbekommt. Könnt ihr natürlich machen. Ich habe es zum Beispiel so gemacht, dass ich ab und zu mal zurückgespult habe und dann einfach 10 mehr raufgegeben habe, gezogen, war nichts Gutes. Da habe ich nochmal zurückgespult und alles. Aber wenn ich zurückspulen kann, könnt zum Beispiel, ich habe jetzt gerade 300. Und dann gehe ich her und ich weiß, okay, es gibt ein paar Figuren, die ich haben will. Ich sag zum Beispiel, okay, ich kann nicht zurückspulen. Wie viel Prozent mache ich? Zum Beispiel 60? Da habe ich bestimmt was Neues bekommen. So. Wenn ich nichts Neues bekomme, dann ist das ein bisschen peinlich, aber ich gehe mal davon aus. Nee, verdammt, okay. Wenn ihr immer was Neues bekommen wollt, hundertprozentig, dann... Ja, dann gebt ihr halt... Naja, jetzt nicht unbedingt 100. Ich glaube, 100 bringt keinen Unterschied, oder? Hast du gesehen? Nee, könnte auch ruhig ein bisschen weniger. Ich werde jetzt auf jeden Fall was Neues bekommen. Es gibt grüne, rote, blaue und gelbe Eier. Oder goldene, keine Ahnung. Hier ist zum Beispiel eine neue Figur. Die lege ich dann gleich noch alle vor am Ende des Parts. Und wenn ihr dann aber am Ende sagt... Verdammt, meine Muscheln sind aus. Ich habe 0 Muscheln. Was mache ich dann? Es gibt eine mega einfache Geldfarm. Ihr geht, ich fliegt einfach zurück zu Links Haus.
Direkt links das Teil, wo der Eingang ist, ist jedes Mal ein roter Rubin, der 20 Rubine wert ist. Ihr geht einfach raus, rein, graben und dann rein, raus, graben. Und das geht super schnell. Das ist wirklich die schnellste Geldfarm im ganzen Spiel tatsächlich. Also zumindest von dem, was ich weiß. Und dann geht ihr einfach zum Shop, denn dieser Shop-Typ, der hat immer 30 von diesen Muscheln im Angebot. Leider für 300, was ziemlich viel ist für nur 30. Aber ich meine, ihr kriegt ja auch super viel, super schnell Kohle, also geht das eigentlich voll fit. Und vor allem wird das nützlich sein, wenn ihr nur noch ein paar Probleme habt. Also es gibt ein paar Figuren, die ihr unbedingt noch braucht, so 5 Stück oder so, wie jetzt bei mir. Und dann, ja, geht das eigentlich relativ easy. Wenn ihr zurückspulen könnt, dann könnt ihr auch natürlich einfach das haben, was ich gemacht habe. Ich gebe 30, aber schlechtes. Dann gebe ich jetzt mal so, ja, so 45, was schlechtes. Mach jetzt mal so 60, oh, was Neues. Und dann bleibst du da. Oder du handelst nochmal ein paar Dinger runter, soweit es geht. Wie man Bock hat. Aber ich würde nicht immer so viel runterhandeln, tatsächlich. So, weil ich eigentlich gut dran bin, relativ. Ich jetzt mal ganz viel aus. 70%, so sollte eigentlich schon in Ordnung sein, denke ich. Und werden jetzt wahrscheinlich größtenteils Figuren noch von Vati bekommen. Oh, cool. Ja, wie gesagt, wir gucken uns gleich alle Figuren an. Ich gehe jetzt auch ein bisschen farmen. Ja, klar, ich habe ja alles erklärt hier. Ich hoffe, das war verständlich. Wenn nicht, habt ihr so Fragen gehabt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich versuche es zu beantworten. Und ja. Jetzt soll ich jetzt mal ein bisschen gambeln gehen. Yay! So, wieder alle Figuren gesammelt. Boah, herzlichen Glückwunsch. Hast du diesmal aber wirklich alle Figuren gesammelt, die es gibt. Ich bewahre sie sorgfältig auf. Du kannst sie jederzeit hier ansehen. Außerdem verleihe ich dir diese Mini-Tendo-Gold-Medaille. Ich hoffe, du weißt es zu würdigen. Yay, Mini-Tendo-Medaille! Wir haben jetzt alle Mini-Tendo-Figuren! Yay! Das ist eigentlich doch dieser Typ, der das eigentlich interessiert hat immer. Weil hier vorne saß er im Café. Da vorm Café hier dieser Typ hier. Das ist doch super, ich bin zufrieden, auch wenn es draußen noch her... Was? Wenn es draußen noch hergeht? Wenn es draußen noch hergeht, okay. Ja, der sagt nichts dazu. Ja, kleine Tipps noch dazu am Rande. Wenn ihr ganz am Anfang da seid und hier noch 100% und 99% alles ist, dann immer erstmal nur eins ausgeben. Wirklich immer nur eins, bam. Denkt ja nicht dran, immer die 100% aufzufüllen, das lohnt sich überhaupt nicht. Außerdem, was ihr auch machen könnt, ist, wenn ihr... Das mache ich halt beim Zurückspulen. Also wenn man zurückspult, ich mache es halt manchmal, nicht immer. Dann kann ich euch empfehlen, dass ihr immer so... wenn ihr... Sagen wir mal, ihr habt nur so 70 Muscheln. Und selbst auch 70 Muscheln ausgegeben, kommt dann nur Müll raus. Dann gibt erstmal nur eine Muschel ab, dann kommt der Müll und dann könnt ihr neu durchscrollen mit neuem Sortiment. Okay, ich glaube, das war jetzt alles gesagt und jetzt kommen uns alle Figuren an. Und da fand ich das irgendwie ein bisschen schmunzeln, als ich das hier gesehen habe. Einfach Mike, statt Link steht einfach Mike. Kind, das in Hyrule lebt, kennt Prinzessin Zelda schon lange. Iselo und Mike. Kind, das gemeinsam mit Iselo Abenteuer erlebt, um Zelda zu retten. Wie wir einen Stab in der Hand haben. Hm, wo sollen wir damit jetzt tanken? Mike hat das nie als Thumbnail benutzt, dieses Artwork. Ups, sorry. Prinzessin Zelda, die fröhliche Prinzessin von Hyrule, kennt Mike schon sehr lange. Sie bereitet dem Minister Sorgen, weil sie so oft wegläuft, um in der Stadt zu spielen. Ja, das ist nicht der zweite Mike eigentlich? Na egal. Ein Jahr, ne? Iselo, ihr rätselhaftes Wesen, das wie eine Mütze aussieht, sucht nach einem Weg, den Fluch des Hexenmeisters wirksam zu machen, behandelt Mike wie ein Kleinkind, mag Mike aber eigentlich sehr. Oh. Hexenmeister Vati. Vati nach der Verwandlung, die er mit Hilfe von Isidos Mütze vollzog. Er sucht nach dem Force, um das mächtigste Wesen der Welt zu werden. Also das ist schon seine zweite Form, seine Menschenform. König Datus. König von Hyrule, er war früher hervorragender Schwertkämpfer. Als junger Mann trat er im Schwertkampfturnier gegen Alberich an und er kämpfte einen Unentschieden. Oha, not bad. Minister Friedrich, die große Stütze für das Land Hyrule, kümmert sich auch um Zeldas Erziehung. Ein schwieriger Job, weil Zelda immer wieder einfach wegläuft. Alberich, bester Schmied von ganz Hyrule. Als junger Mann war er Schwertkämpfer, guter Freund von König Gatus. In ihrer Jugend traten die beiden oft und gerne gegeneinander im Schwertkampf an. Ah, also der Vater oder der Opa, Onkel oder was auch immer von uns und der Vater von Zelda sind befreundet und Zelda und wir sind befreundet. Wunderbar. Perfekt. Haga, Bürgermeister von Stadt Hyrule, sammelt leidenschaftlich Masken. Im Garten hat er einen Zufluchtsort im Falle eines Angriffs durch Monster. Weilfried, der zweite Postangestellte? Wait, das ist ein Dude?
Wusste Smash. Soll Alfred helfen, weil er doch so viel zu tun hat. Er arbeitet so schnell, wie er gerade Lust hat. Ganz anders als Alfred. Alfred. Eifrig und gewissenhaft verrichtet er alle Arbeiten, die in der Post anfallen. Seinen Stempeln darf keiner außer ihm benutzen. Er trägt ihn am Handgelenk. Schlumm, Besitzer vom Schlumms Schuhladen. Er kann im Schlaf Schuhe herstellen. Wow. Hidden Talent. Seine Schuhe sind von höchster Qualität. Auch Zelda trägt sie gerne. Blöm. Unfreundlicher Professor, der sich nur für die Minish-Forschung interessiert. Er ahnt nicht, dass er sein Haus mit einem Minish teilt. Meister Minitendo. Besitzer des Minitendo-Ladens. Hervorragender Figurenmacher. Das Sammeln von mysteriösen Muscheln ist sein Hobby. Er hat die Figuren hier alle gemacht, ne? Warum schreibst du sich selber hin, dass er hervorragender Figurenmacher ist? Na egal. Ernst Minitendo. Das sind zwei verschiedene. Besitzer des Glücksspielladens. Jüngerer Bruder von Meister Minitendo. Träumt von einem ehrlichen Leben. Hat aber trotzdem diesen Laden eröffnet. Der Arme. Ah ja. Besitzer von Ayas Itemladen in der Stadt. Er hat so viel zu tun, dass er sich kaum seinen Hund Schnapp zukümmern kann. Ach, die Arme. Shimaru. Besitzer von Shimarus Laden. In seinem Marionettenspiel kann man gegen Dungeon-Monster kämpfen, als wären sie echt. Gorman. Oder Luigi. Er möchte sein Haus in der Stadt verbieten, ist aber so arrogant, dass sich kein Mieter findet. Er selbst weiß nicht, woran es liegt. Anju, die ist sehr hübsch. Junge Frau, die in Stadt Hyrule viele Hühner aufzieht. Sie ist dankbar, wenn man ihre ausgebüxten Hühner zurückbringt. Brokkoli. Versteht ihr wegen Brokkoli, aber ohne B? Gemüsehändler von Stadt Hyrule verkauft nur frische Gemüse. Streitet sich mit Bruna darüber, was gesünder ist, Gemüse oder Obst. Bruna, Obsthändler von Stadt Hyrule, preist mit lauter Stimme seine Ware an. Er hasst Gemüse und hat keine Melonen, weil Melonen angeblich Gemüse sind. Okay. Terry, der Beste! Obwohl er ein Erwachsener ist, findet er leicht Tyrup, der von den Minish hergestellt wird. Ein geschickter Verkäufer. Hm, stimmt eigentlich. Woher findet er die? Achso, ja doch, wahrscheinlich kann er die Tyrup trotzdem... die Tyrup kann er ja sehen. Die Minish kann er wahrscheinlich nicht sehen, weil er kein Kind ist, aber... ja, sobald die wachsen, kann er die trotzdem wahrscheinlich finden. Ja, okay, macht doch Sinn. Briefträger! Sehr fleißiger und nervender Briefträger, ja. Bringt jeden Tag pünktlich die Post. Hoffe ich auch im Real Life. Eremit! Eremit, der auf dem Gongolberg lebt. Besitzt viele Glücksfragmente. Ist stolz darauf, dass er einmal im Schwertkampfturnier gewonnen hat. Sorry, aber ich kann mich irgendwie gerade nicht an ihn erinnern. Monsterfrau! Sie lebt ohne Poemons Erlaubnis in seinem Haus auf der Bele-Hochebene. Sie mag es nicht, wenn es hell ist. Wer ist sie wirklich? Das werden wir vielleicht nie erfahren. Boris kümmert sich um den Friedhof im Tal der Königsfamilie. Er hat eine Gabe. Er kann mit Gespenstern reden. Er vereint Fragmente, die er beim Graben findet, mit Gespenstern. Oh, nett. König Gustav. Der König von Hyrule aus ferner Vergangenheit. Ach, das ist ja nicht der gleiche. Oh, sorry, dann habe ich das im Let's Play falsch gesagt. Das ist der vorherige. Obwohl die sehr ähnlich aussehen. Beschützt als Geist Hyrule und ist mit dem Volk des Windes befreundet. Sirup. Also sie heißt Sirup und macht Sirup, okay. Hexe, die im Tylora-Wald lebt, verkauft magisches Zubehör, sucht einen Schüler, den sie in der Kunst der Magie unterweisen kann. Hohe Feenkönigin. Die hohe Feenkönigin vom Tylora-Wald. Von ihr erhält man die große Geldbörse. Hohe Schimmerfee. Hohe Schimmerfee vom Gongolberg. Von ihr erhält man die große Bombentasche. Hohe Libellenfee. Vom Tal der Königsfamilie. Sie verschenkt den großen Pfeilköcher. Haben wir alle drei, soweit ich weiß, gesehen. Poemon, Dichter, der auf der Bele-Hochebene lebt. Als er von einer langen Reise nach Hause kam, hat eine Fremde einfach sein Haus besetzt. Boah, kann das so sein? Nairu, sie will nach Stadt Hyrule umziehen. Es besteht eine Verwandtschaft mit dem Priester von Labrunna. Okay. Sie will nach Stadt Hyrule umziehen. Sie ist immer freundlich und hilfsbereit. Sie leidet innerlich darunter, dass sie oft ausgenutzt wird. Oh, die Arme. Gut, dass wir hier ein Haus gegeben haben. Die anderen beiden noch nicht. Na, okay, cool. Wir können ja gleich einen von denen noch das andere Haus vergeben. Für 100%ig getan oder keine Ahnung warum. Sie will auch umziehen. Berühmte Tänzerin aus Holodrum. Holodrum? Sagt mir jetzt rein gar nichts. Labrunna, den Namen sollten wir uns merken. Glücksschmetterling. Er bringt demjenigen Glück, der ihn einfängt. Ein seltener Schmetterling. Sollte unbedingt eingefangen werden, wenn man ihm begegnet. Aber einfach nur so in die Hand, ne? Nicht mit dem Glas.
Ginia, ein Monster, das trotzdem Fragmente vereinen möchte. Komischer Gini hat sehr viele Fragmente. Man kann mehrmals Fragmente mit ihm vereinen. Ihm? Fester, Priester, der im Dorf der Minisch im Tyloria-Wald lebt. Er versteht die Sprache der Menschen. Er erkennt sofort, dass Mike ein Mensch ist, weil er sich sehr für Menschen interessiert. Günster, der Älteste der Waldminisch, wohnt schon lange in der Welt der Menschen, weiß, wo die vier Elemente sind. Er und der alte Stadtminisch sind Zwillinge. Waldminisch, Erwachsene können sie nicht sehen, sie möchten Menschen Freude machen. Sie stellen praktische Werkzeuge her, die sie heimlich, still und leise in der Umgebung der Stadt ablegen. Oh, nett. Lexter, Ältester der Stadtminisch, der in einem Buch haust. Zwillingsbruder von Waldminisch Günster. Die Feder an seiner Hand errang er in seiner Jugend beim Kampf gegen einen Huhn. Wow! Würde ich auch gerne gemacht haben. Stadtminisch, die sind bunt. Waldminisch haben alle ja so ein Blatt als Klamotten, also so ein Blatt als Klamotten und einfach eine rote Zipfelmütze. Und Stadtminisch? Sind bunt. Keine Ahnung, was das besteht. Wahrscheinlich Leder oder sowas. Minisch, die Menschen sehr mögen und deshalb in die Stadt gezogen sind. Sie wollen den Menschen helfen. Manchmal werden sie auch zur Last. Also Waldmenschen, Minisch sind so, Mensch, sind cool, lass mich mal in Ruhe, ich bin wieder bald. Und Stadtminisch sind so, oh, Mensch, ist so voll cool, ich will euch helfen. Melta, er kennt sich mit Metallen aus. Oh, und das ist ja der Name. Um noch mehr über Metalle zu lernen, lebt er mit seinen 7 Schülern im Gongolberg. Er hat eine etwas raue Art, aber auf ihn ist wirklich Verlass. Bergminisch. Ja, die sehen alle so aus mit diesem Gewand und diesen Gläsern. Hammer, sind schlecht am Arbeiten. Die 7 Schüler von Melta sind aus dem Wald zum Gongolberg umgezogen. Das Eisenerzlied ist das Markenzeichen der echten Bergminisch. Gorone. Sie lebten ursprünglich am Gongolberg im Westen von Hyrule. Sie ernähren sich von Felsen und Eisen. Es gibt nur noch wenige von ihnen und sie leben unbemerkt in Höhlen. Wieso gibt es nur noch wenige von ihnen? Also, in der Timeline kennt man die eigentlich erst seit diesem Spiel. Minisch Fati, das ist seine erste Form, weil eigentlich ist er ein Minisch. Fati als Minisch, bevor er zum Hexenmeister wird, war schon immer von der bösen Seite der Menschen fasziniert. Ich finde, das ist halt echt cute von ihm irgendwie. Und jetzt kommen wir zu den großen Figuren, wo viele auf einmal abzusehen sind. Vor allem, warte mal, mir fällt gerade auf, woher kennt dieser Macher eigentlich den Minisch Fati? Woher weiß er, wie der aussieht? So, Hofstaat. Treue, fleißige Diener des Königshauses von Hyrule. Sie sind aufrichtig und freundlich, sowie die Mitglieder der Königsfamilie. Bücherei. Die königliche Bücherei, beliebter Treffpunkt für die Bürger der Stadt. Nicht nur die Angestellten empfinden es als sehr ärgerlich, dass viele Bücher nicht zurückgebracht werden. Magnus mit Brüdern, da sind wir alle. Machen alle einen Headbang in einem Frame. Lustig. Sie haben alle schon einmal das Schwertkampfturnier gewonnen. Wenn die Zeit reif ist, lehren sie Mike diverse Schwerttechniken, genau. Krümel und Conditor. Die sind übrigens ein Scam. Nach ein paar Malen kriegt man da gar nichts mehr von. Das Bäcker-Ehepaar von Hyrule. Am beliebtesten ist ihr Glücksbrot. Wenn man Glück hat, kommen aus dem Brot tolle Items hervor. Nein, die scammen euch. Schulklasse. Schule für die kleinen Kinder in Hyrule. Mike und Zelda waren auch hier. Die Lehrerinnen sind Zwillinge und heißen Edna und Edwina. Café Micha. Ort, an dem sich alle entspannen. Hier erhält man viele Informationen. Manches von dem, was die Leute erzählen, kann später nützlich sein. Hotel. Jeder Gast erhält ein Geschenk. Gemütliche Lobby im 2. Stock. Till mit Freunden. Okay, du Pedo. Ist ein bisschen verdächtig. Der in der Mitte heißt Till. Sie gehen immer in der Stadt spazieren. Sie kennen die Stadt gut und haben einige interessante Informationen. Hä? Da steht aber der in der Mitte. In der Mitte ist ein kleines Kind mit Rotznase. Ja, sie meinen wahrscheinlich den mit dem blauen Zylinder. Der ist mir sehr suspekt. Ich vertraue ihm nicht. Ich würde keine Steine von ihm annehmen. Handwerker! Der Handwerksmeister und seine Leute. Er ist etwas unhöflich, aber geschickt. Seine Leute sehen aus wie Männer, benehmen sie aber wie Mädchen. Junges Liebespaar. Die beiden sind Nachbarn in Hyrule und heißen gern Hund und Mark Mietz. Versteht ihr wegen Hunde? Ja, egal. Sie wollen heiraten, aber ihre Haustiere verstehen sich nicht. Friedliches Hyrule 1. Naja, die Katzen sind nicht friedlich. Szenen des friedlichen Hyrule Nummer 1 von Meister Minitendo. Friedliches Hyrule 2, wo wir das Fest am Anfang gefeiert haben. Und Hyrule 3. Ich weiß gar nicht, welcher Ort das ist. Sieht irgendwie aus wie irgendwo im Westen oder Süden oder so. Oh,
mal, die chillen da. Die chillen da auf dem Baum und fragen sich, warum ist da ein kleiner Pilz? Warum ist da eine Öffnung? Warum ist da nichts drin? Da ist was drin. Ihr seht es nur nicht. Kikeriki! Fröhliche Stimme und ein süßer Kamm. Zurzeit das beliebteste Haustier in Stadt Hyrule. Sie sind lieb, wenn man sie zu sehr ärgert. Die Küken lieben kleine Insekten. Nein, die sind nicht lieb. Ich werde euch das niemals verzeihen. London Farm. Kleine Farm am Rande von Stadt Hyrule. Talon und Marlon, Vater und Tochter, bewirtschaften sie zusammen. Die Milch, die die hübsche Marlon in der Stadt verkauft, gilt als sehr lecker. Mario! Und Marlon ist sehr cute. Ich frage mich aber, ob Marlon und der andere, der aussieht wie Luigi, ob die verwandt sind? Das frage ich mich. Volk des Windes. Volk, das die Ruine des Windes gebaut hat. Jetzt leben sie über den Wolken. Okay. Geist und Opa Gasto. Man kann ihn treffen, indem man Fragmente vereint. Beim ersten Treffen ist er gerade von einem bösen Geist befallen. Wenn du vom Geist befreit, passiert was Gutes. Also ist Hilfe angesagt. Ich meine, das haben wir gemacht. Hänge mit Brüdern. Das sind aber nicht alle, oder? Sind das alle? Ich meine, er hatte... Nee, stimmt, das waren wirklich nur 4 Stück. Jüngere Zwillingsbrüder von Tangle, grün. Jingle, lila. Und Swingle, blau. Sie glauben, dass man Feen treffen kann, wenn man Fragmente vereint. Sie tragen Informationen über Fragmente auf der Karte ein. Der weißkleidete David Jr. ähnelt ihnen, aber ist nicht ihr Bruder. Hä? Er macht einfach nur mit. Der Weiße macht einfach nur mit. Er kennt die gar nicht. Kennt sich gar nicht, aber egal. Okay, Jingle, Swingle und Tingle. Die drei möchte ich gerne in das nächste Game auch nochmal sehen. Die sind lustig. Ja, und David Jr., weiß ich nicht, der ist komisch. Karo und Toffel. Kartoffel. Sie bauen Hyrule-Gemüse an. Rokuli ist ihr bester Kunde. Händler Gorone. Oh, der ist ein Scammer. Gorone, der erscheint, sobald man gewisse Fragmente vereint hat. Er verkauft Glücksfragmente. Sie sind zwar teuer, aber er verkauft oft auch sehr seltene Stücke. Okay. Schabernack. Gespenster im Tal der Königsfamilie. Schaber trägt eine blaue Mütze, Nack eine rote. Na, ob das sonst rot nennen kann, weiß ich nicht. Ist ein lila, oder? Mit roten Streifen. Schaber ist in der Stadt, um Menschen zu erschrecken. Leider hat niemand Angst vor ihm. Das macht ihn ganz traurig. Deshalb ist er wieder zurückgegangen. Oder der andere hilft ihm in der Stadt, weiß ich nicht. Warum läuft da eigentlich einer so random rum? Na egal. Glipsch, treten in Mini-Dungeons auf, fallen plötzlich von der Decke herab, bewegen sich langsam. Man sollte sich eines nach dem anderen vornehmen. Ich meine, okay, dass die wissen, wie die Minish aussehen. Ich meine, okay, es gibt ja Sagen und dieser eine Professor könnte es vielleicht wissen. Aber woher kennen sie die Gegner aus Mini-Dungeons? Scherenkäfer treten auch auf Minish-Wegen. Treten auf Minish-Wegen und in Mini-Dungeons auf. Ja. Sie greifen Mike mit ihrem scharfen Horn an. Wenn ihr Horn eingefahren ist, sind sie verwundbar. Okay, vielleicht haben sie die ganze Info von Vati. Nicht von Vati, nein, von Ezelo. Genau. Das könnte sein, dass Ezelo es vielleicht erzählt hat, diesem Typen. Moldor mit der Piranha-Pflanzenkopf ohne Punkte. Treten auf Minischwegen und in Minisch-Dungeons auf. Treten aus dem Boden davor, wenn man etwas gefunden hat. Wird man verschlungen, verliert man Energie und wird schmutzig. Ist man voller Dreck, greifen auch Brumsen an. Also Vorsicht. Käfer, Stachy. Einfach Mario, einfach ein blauer Stachel. Treten in Dungeons auf, haben einen harten Panzer mit Stacheln. Schwierige Gegner, die man umdrehen muss, um sie zu belegen. Besiegen. Belegen. Igor, Steinstatue. Treten im Dungeon der Geheimwelt von Darbanta auf. Fangen an, sich zu bewegen, wenn ein Pfeil ihr Auge trifft. Man kann sie nur mit Pfeilen verwunden, also ist Ausweichen auch eine Idee. Händler-Deku. Die hat man am Anfang sehr oft gesehen, dann gar nicht mehr. Fand ich irgendwie schade. Treten unter anderem in Höhlen auf. Sie sind für gewöhnlich unter der Erde. Sie spucken mit Nüssen nach einem, sind aber nett, wenn man mit ihnen redet. Amos. Trifft man in der Ruine des Windes Marionetten aus Stein, die sich bewegen, wenn man sich ihnen nähert. Was, wer hat die gebaut? Vor langer Zeit von den Minish für das Volk des Windes geschaffen. Ah, danke. Von den Minish für das Volk. Die beiden sind also Partner. Flederbeißer. Was hat er da? So ein Strohhalm. Treten unter anderem in Dungeons und Höhlen auf. Fledermäuse, die gerne an dunklen Orten leben, lassen sich am besten aus der Entfernung besiegen. Ach nee, ich glaube, ich weiß, was das ist. Das soll so zeigen, dass er da... Ne, die Figur schwebt, nicht? Die Figur hat so einen kleinen Stativ, dass es verstehen kann. Okay, ja gut. K
Kiten treten an verschiedenen Orten auf. Füchse, die Reisende und Händler überfallen. Ihr Angriff ist nicht stark, aber sie bewegen sich sehr geschickt. Gini treten im Tal der Königsfamilie im dunklen Schloss Hyrule auf. Licht zieht sie an. Wird man geschnappt, verliert man Energie. Also das Gegenteil von einem Buhu. Gipto treten im Palast des Windes auf. Bandagierte Mumien. Sie kommen immer näher, auch wenn man angreift. Also Abstand halten, sonst wird man stark verletzt. Rohlassel treten an verschiedenen Orten auf. Sie haben einen harten Panzer, den das Schwert nicht durchbrechen kann. Mit dem magischen Krug kann man sie wegschleudern, wenn sie rund sind. Spark treten in Dungeons auf, können sich schnell an Wänden entlang bewegen. Sie sind nur mit dem Bumerang zu besiegen. Kann man besiegen? Lol. Schattenguard treten unter anderem in der Welt von Dabanta auf. Sie tragen eine Rüstung. Der Schild bietet Schutz und aus der Rolle lassen sie sich angreifen. Aus der Rolle? Sieht aber cool aus, finde ich. Die Schattenguard. Und die Nimbus Guard treten unter anderem im Palast des Windes auf. Gardisten-Kommandanten. Sie sind stark, aber mit den richtigen Techniken sind sie besiegen. Chaser treten in Dungeons auf, verfolgen Mike, wie der Name schon sagt, bei Sichtkontakt. Bleiben stehen, wenn man sie auf eine Wand stoßen. So kann man sie abschütteln. Steinschleim treten an verschiedenen Orten auf. Schleime mit Steinhelmen. Man muss erst den Helm zerschlagen, bevor man sie besiegen kann. Boah, wir sind erst bei Figur 84, Junge. Link, was bist du für ein Figurensammler? Das ist eine riesige Sammlung hier in dieser kleinen Box angesammelt. Stimmt, wie groß sind die eigentlich? Mimoldorm treten an verschiedenen Orten auf, sind schnell und unberechenbar. Man sollte sie in die Enge treiben und dann mit einem Schlag besiegen. Scheintür treten im Tal der Königsfamilie und im dunklen Schloss Hyrule auf, fallen die als Züge getarnt sind und zuschlagen, wenn man zu nah ist. Sind das als Gegner oder? So wie sie es verstehen. Killeranas oder Killeranas treten hauptsächlich am Gongolberg auf, mysteriöse Lebensform. Sie bewegen sich mit propellerförmigen Blättern durch die Luft, am besten mit dem magischen Krug zu besiegen. Manche werfen auch Bomben. Eisenmaske treten an verschiedenen Orten auf, tragen eine eiserne Maske. Man kann sie nur von hinten treffen oder man nimmt ihre Maske ab. Todescapture treten in Dungeons auf, wird man erwischt, landet man am Eingang. Beste Verteidigung besteht darin, erst auszuweichen und dann zu attackieren. Terrorcapture wird man erwischt, landet man im Eingang, nicht einkesseln lassen, wenn gleichzeitig andere Monster angreifen. Also sie haben andere Taktiken, die beiden, okay. Master Hand und Crazy Hand. Akrobanditen. Ah. Treten unter anderem am östlichen Hügel auf. Sie kommen zu fünft aus der Erde hervor. Am besten mit dem Schwert attackiert, sobald sie aus dem Boden kommen. Bob Omb aus Mario. Sie sammeln sich in engen Räumen. Sie sind sehr schnell, sobald sie gezündet sind. Beste Art, sie zu besiegen, ist aus der Distanz mit dem Bogen. Ha. Bombui. Treten in den Dungeons auf. Sie schweben in der Luft, explodieren bei bloßer Berührung. Man muss auf ihre Bewegungen achten. Sie sind am besten aus der Distanz zu besiegen. Raubschleim. Treten unter anderem in Höhlen und Dungeons auf. Wenn man erwischt wird, kann man sich nicht bewegen. Bleibt man zu lange umschlossen, verliert man den Schild. Die Devise heißt Schwert schwingen. Ich glaube, im Englischen heißen die like-like. Auch lustig. Rubinschleim. Also die schwächere Version, glaube ich. Weiß gerade nicht. Ah ne, der hier klaut nur den Schild, der jetzt sowieso gerade zerkaut wird. Und die hier klauen Geld. Treten unter anderem in Höhlen und Dungeons auf. Raubschleime mit einem Rubin auf dem Kopf. Furchterregende Monster. Sie locken gierige Abenteurer an, um sie dann zu verspeisen. Giftwurm. Treten an verschiedenen Orten auf. Stürmen auf Mike zu. Am besten heranlocken und damit mit dem Schwert attackieren. Steingoro. Das sind Gegner? Treten unter anderem auf Gongolberg auf. Große Steine, die Steilwand heruntergerollt kommen. Augen auf und einfach geschickt ausweichen. Das sind einfach nur Felsen, die von oben runterfallen. Eisenkugelsoldat. Treten im Palast des Windes und im dunklen Schloss Hyrule auf. Sie bewegen sich langsam, aber ihre Eisenkugeln sind gewaltig. Angriff empfiehlt sich, wenn sie die Kugel gerade nicht schwingen. Spoilern die hier schon mit dem dunklen Schloss im Hyrule? Dubio. Treten fast überall auf, verstecken sich im Gras oder unter Steinen. Sie fallen einen grundsätzlich hinterrücks an. Also aufgepasst. Ja, aber übrigens, falls ich noch nicht gesagt habe, immer wenn ihr Muscheln habt, hier mal hingehen. Weil nicht, dass ihr 999 habt, so wie ich im Let's Play, und dann die ganze Zeit immer wieder neu bekommt. Also macht das halt nebenbei schon mal die Sammlung. Das ist zu empfehlen, dass ihr es nebenbei macht. Nicht so wie ich. Mäublin, Lanze. Treten unter anderem im Tylioralwald auf, stürzen bei Sichtkontakt auf Mike los. Wenn man sich frontal angreift, wird man vom Speer getroffen. Besser von der Seite angreifen. Mäublin, Bogen. Treten an verschiedenen Orten auf. Bei Sichtkontakt wird Mike mit Pfeilen beschossen. Pfeil mit dem Schild abwehren und dann schnell aus der Nähe angreifen.
Wolkenpiranha. Treten über den Wolken auf, schwimmen in den Wolken wie Fische. Naja, okay, in Wolken ist bestimmt auch irgendwie Wasser drin, ne? Macht schon Sinn. Man kann sie angreifen, wenn sie aus den Wolken hervorspringen. Marienkäfer-Stachy. Stachy aber... Warte, die gibt's doch auch in... Entweder sind die Dinger aus Dr. Mario, oder ist, ich glaube in 3D World, glaube ich, gab's auch so ähnliche Gegner, oder? Treten unter anderem auf Minish-Wegen und in Dungeons auf. Es gibt rote und blaue Marienkäfer-Stachys. Sie sehen harmlos aus, sind aber wegen ihres Panzers gefährlich. Brumse, der Name. Treten unter anderem auf Minish-Wegen und in Dungeons auf. Es gibt rote und blaue Brumsen. Die blauen sind stärker und lassen Gegenstände auf Mike fallen. Sporenbirne. Treten im Waldschrein auf. Pilzähnliche Monster, die Spuren im Dungeon verteilen. Ist ihr Hut rot, sind sie unbesiegbar. Mit dem magischen Krug kann man sie verwundbar machen. Pyromagus. Treten im Palast des Windes und in dunklen Schloss Hyrule auf. Ihre magischen Attacken aus der Entfernung sind berüchtigt. Ihre Bewegungen haben ein Muster. Angreifen, sobald sie sich zeigen. Feuerpyromagus. Treten im Palast des Windes und im dunklen Schloss Hyrule auf. Ihre magischen Flammenattacken sind berüchtigt. Ihre Bewegungen haben ein Muster. Angreifen, sobald... Ja, ist das gleiche. Eispyromagus. Ist das gleiche. Achso, leicht mit Feuer zu besiegen steht hier. Ja. Blauer und roter Tod. Treten in Dungeons auf. Sie schweben in der Luft. Trifft man sie mit dem Schwert, ist man für kurze Zeit paralysiert. Also die Dinger heißen Tod. Wenn das der Tod ist. Sollte man nicht vor allem als kleines Kind dann viel mehr vor den Angst haben? Wie krass sind die der Lore? Octorok. Es gibt rote und blaue Octoroks, ziemlich lästige Gesellen. Sie treten in allen Zelda-Spielen auf und spucken mit Steinen nach dir. Fourth Wall Breaking! Warte, wirklich in allen Zelda-Spielen? Das muss ich mir auf jeden Fall merken. Ich überlege gerade. Ah, nee. Ich glaube, in Skyward Sword gab es eine Mischung aus Deku und Octorok. Kann das sein? Ich weiß es gerade nicht mehr. Warte, ich weiß gerade nicht mehr. Goldener Octorok. Goldene Octoroks. Märchengestalten? Ihr Lebensraum ist unbekannt. Die Steine, die sie spucken, sollen aus Gold sein. Doch das ist unbestätigt. Nee, die bestehen nur aus ganz vielen Rubinen. Genauso wie der Arachno. Arachno. Goldene Arachno. Ihr Lebensraum ist unbekannt. Man weiß lediglich, dass sie stark und nur schwer verwundbar sind. Goldener Giftwurm. Sie sollen stärker sein als gewöhnlich und Mike direkt angreifen. Nur mich. Ja, dann greifen sie nicht an. Nur mich. Pekra und Pikra, ihr mit Namen, treten an verschiedenen Orten auf. Der schwarze Rahmenvogel heißt Pekra. Wenn man vom roten Rahmenvogel Pikra attackiert, verliert man Rubine. Lakitu aus Mario, treten über den Wolken auf. Sie schweben auf Wolken in der Luft. Sie bewegen sich nicht, feuern aber Kugelblitze ab. Man saugt am besten die Wolke mit dem magischen Krug an, um sie zu besiegen. Aber das ist doch nicht so ein ganz normaler Lakitu, der so Stachis wirft, sondern es ist nicht so einer wie aus NSMB DS. Wo die einfach, wie dieser eine Boss hier so Blitze abschießt? Oder was schießt, warte, da steht Kugelblitze, das ist so eine Mischung aus beiden, ich weiß gerade nicht mehr. Stahlfoss! Treten in Dungeons auf, blaue Stahlfoss bringen, springen, rote werfen Knochen. Nimmt man ihnen mit Hilfe des magischen Kugels den Schädel ab, erscheint an dessen Stelle etwas anderes. Oh, wahrscheinlich kommt dann der Tod, ne? Ah, hab ich gar nicht gewusst. Käfer! Zoro! Treten an verschiedenen Orten auf. Sie kommen hervorgekrochen, wenn man Gras oder Steine aufhebt. Wenn man angegriffen ist, man paralysiert. Am besten mit dem Schwert abwehren. Ja, so Noobs. Die sehen viel krasser aus, als sie eigentlich sind. Schleim. Treten an verschiedenen Orten auf. Es gibt sie in mehreren Farben und Geschmäckern. Jeder Farbe haben sie andere Eigenschaften. Ein Angriff aus Entfernung ist immer ratsam. Arachno. Treten unter der Erde am Gorgoberg auf. Springen in hohen Sätzen vollkommen unberechenbar durch die Gegend. Deshalb sind sie am besten zu treffen, wenn sie gerade da still da sitzen. Warum kommt der Goldene von denen vor den normalen? Klingenfalle. Treten an verschiedenen Orten auf, fallen mit einer scharfen Klinge. Sie gehen auf Eindringe los. Einige bewegen sich ständig. Sandkiller. Treten unter anderem am Gongolberg und in der Tabanta-Welt auf. Sie können unter der Erde tauchen und sich dort frei bewegen. Man weiß nie, wo sie auftauchen, also vorsichtig mit dem Schild vorannähern. Imos. Ah, die Viecher. Die gab es aber nur zum Glück nur ein paar Mal im Spiel. Treten unter anderem im Waldschrein auf. Raubähnliche Wesen. Sie bewegen sich unregelmäßig und rasen wild herum, wenn sie an der Schnauze getroffen sind. Hinten am Schwanz sind sie verwundbar. Nämlich so ein bisschen an diese richtig nervigen Viecher aus Skyward Sword, die auch in den Höhlen immer waren. Dornenschleim. Treten an verschiedenen Orten auf. Schleimähnliche Wesen. Bei Gefahr fahren sie ihre Stacheln aus. Stimmt, dieser Stein, Schleim war auch vor den normalen Schleimen, ne? Sie also hier in der Liste.
Sie erscheinen meist in Gruppen, also am besten mit einer Bombe angreifen. Und jetzt kommen wir zu den Bössen. Großer Octorok tritt im Tempel des Tropfens auf. Die Kraft des Tropfenelements ließ ihn zu Eis werden. Er hat großen Hunger, weil er so lange eingefroren war. Deshalb sorgt er alles auf, dessen er habhaft wird. Das war ein sehr schwerer Boss. Georg, männlich und weiblich, treten im Palast des Windes auf. Das Weibchen ist größer als das Männchen. Sie fliegen um den Palast des Windes und warten auf ihre Opfer. Achso, war es die ganze Zeit nur ein Blauer? Ich dachte, es wären mehrere Blaue. Abenteurer, die das Element suchen. Das sind die Opfer. Oh. Bikoron, legendärer Gorone, der größer ist als ein Berg. So groß, dass bisher niemand seinen ganzen Körper gesehen hat. Deshalb hat man auch nur seinen teilweisen Körper hier gemacht. Wie ist er überhaupt so groß geworden? Können wir mal darüber reden? Hat er so viel gefressen oder ist da irgendwas anderes im Spiel? Grüner Riesenschleim, dieses Grinsen, gruselig, tritt im Waldschrein auf, schleimähnliches Wesen. Diese Kreatur ist eigentlich recht harmlos, doch aus Sicht eines Minish wird aus harmlosen Gegnern ein furchterregendes Riesenmonster. Mhm. Glirok tritt in der Flammenhöhle auf, hab ich schon komplett vergessen, ne? Drache, der im Gongolberg haust, versteckt sich in der Lava und spuckt Flammen, die alles verbrennen. Quatoxuma! Das sieht cool aus. Tritt dann, aber der erinnert mich auch an irgendwas anderem. Ich glaube auch aus Skywars halt ein Gegner. Tritt im Palast des Windes auf. Vom Volk des Windes erschaffen, um Eindringlinge zu bekämpfen. Schutzgott des Palastes. Da sein Panzer sehr hart ist, kann man ihn von außen nicht zerstören. Blauer Riesenschleim. Tritt im Tempel des Tropfens auf. Ein gewöhnlicher blauer Schleim. Weil man im Minish-Format gegen ihn kämpft, ist er ein starker Feind. Aber er ist zu besiegen, wenn man sich vor den Blitzen in Acht nimmt. Zelda. Das ist die letzte Figur übrigens. Jetzt kommen die ganzen Bonusfiguren, nachdem man das Spiel durchgespielt hat. Zelda und Mike. Der König von Hyrule und Großvater Alberich sind seit langem befreundet. So kennt Zelda Mike schon seit frühester Kindheit. Sie möchte, dass Mike mutig, stark und berühmt wird. So wie Skyward Sword, ich ship die beiden. Gut, in Skyward Sword gibt es auch ein anderes Mädel, aber hier gibt es auch ein anderes Mädel. Marlon. Armin. Minish Eselo, der Minish Eselo, bevor er vom Fluch des Hexenmeisters getroffen wurde. Ein berühmter weiser Zauberer in der Welt der Minish. Unter den vielen Werkzeugen, die von Minish hergestellt werden, sind seine ganz besondere Wunderwerke. Okay, bin noch nicht ganz in der Story hier drin, also nicht 100%, verstehe ich alles, aber ich verstehe schon das meiste. Ich weiß noch nicht genau, wie das zustande kam mit der bösen Magie und alles, aber ich lese mich da mal irgendwann durch. Schwarzer Ritter, treten im dunklen Schloss Hyrule auf. Stärkste Variante der Schattengarden. Gleichermaßen geschickt im Angriff und in der Verteidigung. Behindern Mike bei dem Versuch, Vatis Zeremonie zu stoppen. Ach, war das nicht sogar der Gegner, bei dem ich so Probleme hatte? Aus irgendeinem Grund dachte ich, der ganze Zeit wäre grau, aber nein. Der war auf jeden Fall super schwer. Aber noch schwerer war Vati. Nicht genau der, aber hier haben wir Dämon Vati, seine dritte Form. Nachdem er die ganze Force macht von Zelda für sich beanspruchte hat. Nachdem Hexenmeister Vati das Force erlangt, wird er zum Dämonen. Seine besonderen Flüche und die Strahlenattacken aus seinen kreisenden Pupillen sind gefährlich. Und dann verwandelt er sich in seine vierte Form. Giftdämon Vati! Dämon Vati, nach einer weiteren Verwandlung, hat keine Ähnlichkeit mehr mit dem ursprünglichen Vati, kann nur mit dem Heiligen Schwert dafür besiegt werden. Also von einem kleinen Minish zu einem Hexenmeister, zu einem Dämon, zu einem Giftdämon und jetzt zur fünften Phase zu einem Erzdämon. Erzdämon war es hier nach seiner letzten Verwandlung. Er ist nun durch und durch böse und kennt nur ein Ziel, Mike zu vernichten. Man muss seine Schwächen ausnutzen und das Schwert der Vier einsetzen. Der war viel zu schwer. Also der war super schwer. Aber wegen den Blitzen, die ganze Zeit macht. Die so... Ja, egal. Guck dir einfach die Folge an. Dann wisst ihr mehr. Ja, ich weiß, heute haben wir überlänge Folge, aber es ist mir egal, ich wollte euch alles zeigen. Übrigens können wir jetzt keine Muscheln mehr sammeln, wir haben jetzt einfach hier diese Medaille. Was heißt, du hast jetzt alles. Good job, hast du gut gemacht. Wunderbar. Ja. Dann würde ich mal sagen, mache ich hier kurz eine Safe State, um euch jetzt beides zu zeigen. Also ich habe der grünhaarigen Favor, heißt sie, glaube ich, habe ich schon das Haus gegeben. Das heißt, ihren Text kann ich noch nicht mehr zeigen, wenn sie kein Haus bekommt. Aber komm schon, ihr wollt es nicht traurig sehen, ja? Genau. Wir bringen jetzt einmal Din hin und danach nochmal Nairo. Um dann zu sehen,
was passiert. Genau, die waren, lass mich raten, die waren hier. Genau, einfach sagen, das ist ein Haus. Juhu, was im Glück. Und dann treffen wir die beiden mal eben. Ja, steht ja nämlich nicht mal vor dem Haus. Und wir können hier rein. Oh, Mike, du kommst mich besuchen. Ich wohne jetzt in einem schönen Haus. Wenn du eine leere Flasche hast, kommst du mit meinem Talisman. Und da oben waren wir doch gar nicht, oder? Wait a minute. Ich glaube wirklich, dass wir das noch gar nicht gemacht haben hier oben. Ja, komm, dann machen wir das eben. Das dauert ja nicht lange. Wir wandeln uns hier kurz in Minish-Form und latschen dann dahin. Ja, das kann nichts Wichtiges sein, ganz ehrlich. Das kann überhaupt nichts Wichtiges sein. Ich wundere mich jetzt schon. Was genau habe ich da bitte verpasst? Ich meine, ja klar, dass hier ein Loch ist, weiß ich, aber sonst... Das ist jetzt... sehr verwirrend und fragwürdig. Ach, den muss ich ja gar nicht drüber ziehen. Ah. Okay. Wunderbar. Hab, hab, hab. Zeig mal, was es gibt. Hm? Willkommen! Willkommen in meiner neuen Bleibe. Ein neues Haus ist schon toll. Ich wollte sowieso ein neues Zuhause, deshalb bin ich besonders froh. Ja, der sagt halt einfach rein gar nichts. Das will ich auch nicht in dem Spiel. Warum gibt es manche NPCs, die komplett unnötig sind? Ich meine, wozu habe ich mir jetzt die Mühe gemacht, dahin zu latschen? Der hat nichts für mich. Gar nichts. Hm. Und wie geht es ihr dabei? Ich bin schnell einsam. Ich will mir auch eine schöne Bleibe suchen. Bringen wir doch eine. Ja, ich hab was für dich. Ja, wirklich ganz neues gebautes Haus. Toll. Und was sagt ihr dazu? Wenn du wieder etwas hast, sagst du mir Bescheid, ja. Ich blende euch mal hier den Text am besten ein, falls ich mich selber daran erinnere, was Pharaoh, die Grünhaarige, jetzt zu dieser Situation gesagt hätte. Weil das habe ich ja schon ewig lang gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch ein Safe habe und ja. Ah, guten Tag, Mike. Ich fühle mich ja sehr wohl in dem Haus. Wenn du eine leere Flasche hast, gebe ich dir auch was. Okay, wir haben alle glücklich gemacht. Wunderbar. Jetzt möchte ich doch mal ganz kurz bei meinem großen Bigoron-Freund vorbeischauen, ob er denn jetzt fertig ist, an meinem Schild rumzukauen. Weil, ich meine, ein volles Inventar sieht schöner aus als kein volles Inventar. Lass mich bitte in Ruhe, ich möchte hier durch. Danke. Oh, aua. Seid nervig, Mann. Hey, Kumpel, hat's geschmeckt? Bist du fertig? Das wollte ich nicht. Oh, formidabel. Vielen Dank, mein lieber Mützenwicht. Vielen Dank, dass du mich mit dem Schild schmecken lässt. Es fällt mir nicht leicht, aber versprochen ist versprochen. Ich spuck den Schild jetzt wieder aus. Ach. Hä? Spiegelschild erhalten. Ein strahlender, starker Schild, der Angriffe zurückprallen lassen kann. Oh? Ups. Irgendwie hat sich die Formel des Schildes ein wenig geändert. Aber kein Problem. Der Schild ist einfach nur anders geformt. Finde ich jedenfalls. Tja, also, ich wollte gut. Tschüssi. Warum kriegt man diesen Schild eigentlich erst, nachdem man das Spiel durch hat? Wo macht das Sinn? Aber das ist ein richtig cooler Schild. Umso trauriger, dass wir den erst jetzt bekommen. Yeah, was eigentlich mit dem Triforce hier passiert in dem Spiel? Das ist ja gar nicht. Danke nochmals, dass ich deinen köstlichen Schild kosten durfte. Der Geschmack war unvergesslich. Mmh. Ah, dieser erlöse Geschmack. Ach, entschuldige, ich gerade entspringen. Könntest du mir vielleicht noch ein Schild mitbringen? Bring mir bitte noch ein Schild. Nur wenn du ein Like da lässt. Okay, mach ich. Ja, Leute, ihr solltet auf jeden Fall auch ein Like da lassen. Und dann beim nächsten Mal wieder dabei sein. Wenn es heißt, ein neues Zelda-Game wird gezockt. Dann vergesst die Folge. Bye-bye.